Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,7 Sekunden. Wie viel da bist du denn? Siebter, Achter? Achter. So schwer. Verlier Abstand auf Perez auf der Geraden. Ja, Geraden ist Force India eigentlich ganz gut. Oder Racing Point. Auf den hinter mir habe ich jetzt schon über 10 Sekunden. Oh fuck, was waren das? Oh Mike. Oh Mike. Was ist? Okay, meinen ganzen Abstand, den ich jetzt aufgebaut habe, habe ich verloren zu Raikön. Ich habe zu spät, viel zu spät gebremst. Und dann bin ich einfach irgendwie weitergefahren, musste dann zurückdrehen quasi. Ich kann hier nicht einlenken, ich muss einfach immer geradeaus drüber. Oh, jetzt habe ich eine Verwarnung bekommen. Nice. So, endlich an ihm vorbei, ey, gibt's ja gar nicht. Siebter Platz. Mann, ich kam ein bisschen näher ran an Vettel, ein bisschen wenigstens, und jetzt so eine Scheiße wieder. Fahrer vor mir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 9,0 Sekunden. Du fällst pro Runde um ein Zehntel zurück. Sie fahren mit 9 Ultraweichen ein. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bleib weg, Perez. 23,1. Fahrer hinter mir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Zeit lag bei 1 Minute 3,1. Und du kriegst sie da vorne. Müssen sich doch auch irgendwie mal totrammen oder so. Irgendwas muss doch da vorne mal passieren. Dafür habe ich eine Verwarnung gerade bekommen. Wie lächerlich ist das denn? Ich habe einen längeren Weg gerade gefahren. Und ich bin jetzt hinter Raikön. Okay, nice. Oh, und ein lila Sektor. Gehst du an die Box? Weiß ich noch nicht. Muss ich gleich mal gucken. Kann ich gleich machen, wenn ich auf der langen Geraden bin. So. 22 bis 27 ist mein Boxenstoppfenster. 19 Sekunden zu Platz 1. Das kann man aufholen. Wenn du dann Platz 1 Bottas bist und. Hat Platz verloren. Ist jetzt Dritter. Was sind da noch? Vettel war Dritter, jetzt ist Bottas Dritter. Das ist doch schon mal. Also, jetzt ist wieder Vettel Dritter, die betteln sich gerade, vielleicht verlieren die Zeit. Das wäre noch besser. Ich glaube es zwar nicht. Aber ich fahre nicht gut, mein Frontflügel, meine Reifen. Ich will eigentlich wechseln, aber es ist noch ein bisschen früh. Weil rote Reifen habe ich nicht mehr. Ich muss mit lila dann durchfahren. Puh, 22 war deiner. Ja. Das wird interessant. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 11. 11 Sekunden zu Platz 1 habe ich. Wir sind jetzt Hälfte des Rennens ungefähr. Mit der Runde jetzt. Ich habe 4 Sekunden zu Raikön. Okay. Glaube ich 2 zu ihm. Oder eine oder zwei oder was. Ich verliere auf den Geraden so viel Abstand, ne? Ja, das ich war gerade bei 8,5 zu Platz 3, nach den Geraden 9,3. Alter. Was war denn das schon wieder für eine Aktion, ey? Ohne Spaß.
Wusste nicht, dass Mexiko wirklich so schwer für uns sein wird. Hatte eigentlich vom letzten Jahr noch richtig gute Erinnerungen an die Strecke. Ja, richtig aber gut, da sind wir natürlich auch mit Ferrari eben gefahren. Naja, also, nein, also vom Streckengefühl, ja, ja, wie ich das fand. Also ich fand die Strecke eigentlich ganz toll. Ich habe jetzt keine guten Erinnerungen, also mir ist sie gar nicht in Erinnerung geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weder gut noch schlecht, aber so wie sie sich gerade fährt, wird das ein verdammt schweres sein. Ich komme nicht ran an die Vorderen. Raikön kommt zum Glück auch nicht so hart an mich ran. Ich komme an Raikön ran. Reifen sind scheiße, Frontflügel muss ich wechseln. Also mein Boxenstopp wird... Diese Runde gerade 2 Sekunden auf Raikön aufgeholt. Boxenstopp wird auch ein bisschen länger dauern. Das wird alles crazy. Irgendeiner von uns muss Erster werden und die anderen so ein bisschen zumindest aufhalten. Ja. Einfach in den Kurven richtig abbremsen, so fast auf Null gehen. So gefühlt. Jetzt auf Null nicht, halt auf 100 oder so oder auf 50. In den Kurven auf 50. Das sind Halbkurven auf 100. Dass man ein bisschen langsamer einfach fährt und die dadurch aufhält. Weil sonst wird das hier wahrscheinlich nichts. Mein Frontflügel ist so schlimm. In diesen Kurven hier, wo ich gerade durchgefahren bin oder du jetzt auch durchfährst, da ist mein Frontflügel richtig schlimm. Er sagt, ich soll die Runde in die Box, aber ich glaube nicht, dass ich mit Lila dann so gut durchfahren kann. Aber mich stören die Reifen jetzt schon. Ich bin auch jetzt nur bei 35% oder 30% oder so. Also ich fahre noch ein bisschen. Ich will noch ein bisschen fahren. Guck mal, was meine Reifen haben. 30%. Deine Lila. Wann hast du gewechselt? 9, ne? Ja. Pah. Also, ich finde die Reifen zwar auch schrecklich, aber ich fahre trotzdem ziemlich, also war nicht gut, aber ich fahre offensichtlich trotzdem besser als Balken zumindest. Oh, da hast du ihn überholt. Ja, ich bin schon hinter dir. Ja, dann wirst du auch mich gleich überholen. Zumindest werde ich auch gleich in die Box gehen. Ja, wenn ich in Runde 20 gehe, 10 Runden, 10, 12 Runden, kann man schon mal machen. Die letzten 4 Runden werden dann wieder hässlich auf den Lederreifen. Hier, ey, das ist so schlimm mit dem Frontflügel. Mein Boxenstopp wird halt auch lang dauern. Länger, ja, nicht lang. Hm? Länger, nicht lang. Ja, länger. Gelbe Flagge, warum ist hier gelbe Flagge? Weiß es nicht, aber ich bin auf jeden Fall jetzt direkt hinter dir. Kannst vorbei? Ja. Kannst du? Ja, das schaue ich nie im Leben. Ich habe auch kein ERS. Standard alles. Ja. Auch ich. Ich habe auch kein ERS und kein. Okay, dann bleibe ich kurz noch vorne. Dürfen keine Scheiße bauen, also sag mir Bescheid, wenn du überholen willst. Nicht einfach reinstechen und mich dadurch komplett verwirren. Wagen hinter dir hat eine Zeitstrafe. Kämpfe nicht mit ihm um die Platzierung. Wir wollen keinen ausriskieren. Er hat gesagt, du hast... Oh, ich hatte da vorne ein Auto gesehen. Ja, ich auch. 7,6 Sekunden. Er hat gesagt, du hast eine Zeitstrafe. Kämpfe nicht mit ihm. Wir wollen keinen Aus... Yep. Wir wollen keinen Aus... Das stimmt. Riskieren. Jetzt wirst du mich einholen, weil ich hier nicht fahren kann. Beim Frontflügel. Oh, du hast dich. Ja, okay, kannst du mich lieber jetzt vorbeilassen? Ja, rechts in der Kurve. Ja. Boxenstopp. Boxenstopp. Also ich gehe dann mal, ne? Viel Glück, hol die ein und halt die auf. Mach's das. Ich hab die 2 Pinöppeln oben gefahren. Sehr gut. So aus Spaß einfach. Boah, ich
Kann das wirklich schaffen, die da noch einzuholen? Ja, wenn du gut fährst, schaffst du es. Wenn du sie auffällst, können wir es echt noch gut schaffen. Oh, die Kamera muss ich neu starten. Zum Glück habe ich da hingeschaut. Synchro. Okay, let's go. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Angeblich bin ich 2 Sekunden schneller pro Runde. Immer was? Noch. 2 Sekunden? Krass. Glaube ich den aber nicht so ganz. Also bei Raikön hat das gestimmt. Oh, jetzt kann ich hier wieder schön fahren. Habe ich auch nicht nachgefragt. So geil. In 4,6 Sekunden hinter Vettel. Ja, okay, du bist aber echt schnell. Weil wir waren gerade beide 7 Sekunden von dem entfernt. Und du hast jetzt direkt aufgeholt. Ich tue den Reifen gerade nicht gut, aber muss halt, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich diese Runde oder nächste Runde an die Box? Kann ich dir nicht sagen. Desto früher du gehst, desto bessere Reifen hast du für den Anfang. Desto besser kannst du sie aufholen. Das stimmt, aber... Wenn du sie dann aufhältst, werden deine Reifen auch nicht ganz so arg vielleicht abgenutzt. Du kannst doch am Ende noch... Die vorgeschlagene Ding war ja 22. Ja, ich gehe aber 23, glaube ich. Echt jetzt? Ja, ich gehe 23. Ja, weiß ich nicht. Will noch einmal näher an die rankommen. Oh, ja, perfekt. 23 ist, glaube ich, gut. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Bin Zweiter. Echt jetzt? Okay, nice. Ja, weil 2 von denen an der Box sind. Ja, okay. Boxenstopp. Ich hoffe... Also, wenn ich jetzt noch diese Runde ganz gut fahre, bin ich vielleicht beim Boxen rauskommen direkt, naja, vor den werde ich nicht schaffen, aber wir werden uns da ziemlich doll in die Haare bekommen beim Boxen rausfahren, das hoffe ich zumindest. Das heißt, ich bin mit den neuen Reifen dann direkt hinter denen. Wenn es so klappt, wäre es schön. Hamilton ist jetzt gerade auf Platz 1, Raikön Platz 3. Die leben leider alle noch und wir sind so, naja, wir sind zwar gut dabei, geht halt besser. Ich muss halt mit dem Aufhalten auch aufpassen auf meine Zeitstrafe, also ich kann es nicht 100 Minuten lang machen. Nee, muss ja auch nicht. So weit bin ich ja dann doch nicht entfernt. Das stimmt, du kannst mich ja sogar auch noch beim Boxstopp überholen, nee. Jetzt. Never, Alter. Das wäre ja Premium, aber never. Kann zu schaffen werden, klassischer Undercut. Ja, ich bin viel so, zu weit Hamilton, weg. Ich bin jetzt auf Platz 1. Das ist ja. Gerade Stand jetzt. Jetzt bin ich nur auf Platz 2. Boah, ich bin so aufgeregt und konzentriert und ich hab Angst. Oh, jetzt kommt da. Bottas kommt die gerade. So Angst. Okay. Okay, Raikön habe ich wieder, ich bin hinter euch. Ich bin direkt hinter Vettel und Bottas. Ich bin nicht direkt hinter dir, aber ich bin vom Platz her hinter dir. Oh, das ist ja so ein Vierkampf, wir sind alle, oh mein Pass Gott. Pass auf, aber bitte überhol sie alle. Mann, ich habe Angst, ich will doch einfach nur, dass wir Erster und Zweiter sind. Wir sind doch hintereinander. Alter, was ein krasses Rennen. Du musst ja nicht lang aufhalten, ich bin ja direkt hinter dir quasi schon. Dann kannst du noch ungefähr... 6-7 Runden weiterfahren. Erster muss ich auf Platz 1 kommen. Das ist halt das kann noch ein bisschen dauern, das ist das Problem. Ja. Du bist ja so dicht dran, du schaffst es auch.
Also wir halten uns wahrscheinlich schon beim Kampf genug auf. Das weiß ich nicht, das kann natürlich auch sein. Bin ich mir ganz sicher, dass wir fast parallel überholen. Danke! Da war aber gerade der F1-Gott auf meiner Seite, dass da nichts kaputt gegangen okay. ist. Ja, nice. Na dann. Weiß ich ja Bescheid. Hamilton Platz 2, Bottas Platz 1. Diese Arschlöcher. Mann, ich hab kein Benzin. Ich bin echt leicht, aber ich kann halt nicht auf Fett stellen. Fast nie. Oh Gott, da kommen die ganzen Überrunder. Ach du Scheiße, das wird jetzt echt hässlich. Stimmt, verdammt. Und das sind nicht wenige. Und das kostet für die das Zeit. Das sind nicht wenige Überrunder, das sind schon genug. Oder musst du auch noch überrunden? Ja, ja, gerade jetzt nee, nicht, ne? Aber ich muss die dann ja. auch überrunden. Ja, aber die halten jetzt die anderen auch auf. Ich bin halt noch nicht dran, ne? Nicht so nah wie du. Bin noch ungefähr 3 Sekunden von Vettel. Du ja, fährst wir besser. Verlieren ja gerade ganz viel Zeit. Du fährst besser, als ich das aussehe. Ich muss ja auch besser fahren, weil ich die 3 Sekunden noch rausfahren muss. Ja. Du hast noch 11 Runden. So, Platz 2. Nice. Boah, das kannst du auch von mir aus gerne auch rausrammen. Dass der ja, gar nicht mehr da ist. Oh, Vettel gerne. Überholt gerade Hamilton. Vettel ist vor Hamilton jetzt. Junge, was geht hier ab? Okay, ich bin so nah an Hamilton gerade dran. Ich muss DRS auch bekommen. Aber ey Junge, wie schnell der ist, Alter. Ich meine, danke fürs, ja, danke fürs auch. DRS, aber er ist so unfassbar schnell. Junge, hier ist Ocon. Ich habe mir wieder eine Frontflügel gelb gefahren. Alter, ist so nervig. Mann, jetzt habe ich in diesen Scheißkurven schon wieder so Probleme. So, Order 77 kann be. Oh mein Gott, er dreht mich. LOL, Hamilton, Fett. Nein! Wir fahren gerade alle aufeinander. Ja, ich habe einen orangen, dunkelorangen Frontflügel. Aber ich kann nicht an die Box. Das mache ich jetzt nicht. Das wäre RIP für mich. Versuch durchzufahren. Ich hab die jetzt ziemlich gut, ich hab die also ziemlich, ziemlich gut aufgehalten. Ja, ich weiß, ich hab, das Problem ist, Vettel ist Bottas raufgefahren und ich konnte einfach nicht mehr ausweichen. Ich hab's echt probiert, aber ich bin auch auf Vettel draufgefahren. Dafür habe ich sogar eine Verwarnung bekommen, was überhaupt keinen Sinn macht, weil die ja standen und ich nichts mehr machen konnte. Aber naja. Und dann ist mir auch Ocon noch hinten drauf gefahren. Also Vettel kann sein, dass er an die Box muss. Du holst die beiden da. Ja, die Mercedes ziehen mir gerade ultra weg. Ja, aber in den, Kurven mit dem Frontflügel. Naja. Ich habe wirklich einen dunkelorangen jetzt. Naja, ich mach da gerade schon was. Nach Schützenhilfe. Das wäre sehr schön. Vielleicht rammen die sich auch gegenseitig weg. Und Bottas ist auch noch Zweiter, Alter. Meine Fresse. Fuck, so. Werf mal eine Bananenschale hin. Ja, ich war jetzt gerade schon so langsam, das hat noch nicht gereicht. Ich wollte jetzt nicht stehen bleiben, damit ich. Sollst du ja nicht. Nicht, dass die mich direkt überholen oder so. Ja, ich bin nah an den Rand, aber es ist halt schwierig. Ja, ich weiß, ich sehe es. Ich fahr ja, guck ja gerade fast die ganze Zeit auf die Karte und fahre gar nicht schnell. So, jetzt. Ja, nice, 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 nice. Das ist sehr schön. Bist du ran? Ich bin da. Ja, das heißt, ich beschleunige jetzt wieder, ja? Ich hab Hamilton. Sehr gut. Es wird halt auf der Geraden jetzt wieder ekelhaft. Okay, dankeschön erstmal dafür. Ja, Bottas überholt mich jetzt, ja, glaube ich. Ja, auf der Geraden ist so nervig. Bitte baut keine Scheiße, bitte baut keine Scheiße.
habe einen Konter gesetzt. Ich habe ihn mit überholt. Er dreht. Ah, perfekt. Hm. Hat er nicht, oder? Ich hab ihn. Okay. Er hat mich fast gedreht, aber ich hab mal Glück gehabt, ja. Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden. Gut, dann jetzt nur noch meine 3 Sekunden. Ja, ich halte die kurz auf, dann hast du vielleicht schon 3 Sekunden. Ah, das musst du nicht machen, wir haben ja noch so viel Zeit. Fahr du lieber weiter weg, also du hast ja das gute Auto. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem, ich will dem eigentlich auch ein kaputtes Auto machen, das wäre ganz nice. Das wäre ganz nice, ne? So geht's natürlich. Aber es funktioniert nicht. Und ich verkacke in diesen Kurven so hart immer. Ja, da zieht er wieder vorbei nach diesen Kurven. Glaubst du, du packst das? Also wird schwierig. Ah. Jo, ich habe ihn gegen die Wand gerammt. Ups. Die stehen jetzt beide da. Oh. Stimmt, ich sehe. Puh. Okay, aber der andere Mercedes ist dran vorbeigekommen. Ich habe Bottas in die Wand gerammt, der fährt einfach weiter und Hamilton steht jetzt da. What the fuck? Echt? Oh, macht ja gar keinen Sinn. Oh, egal, dein Abstand hat sich vergrößert. Aber beide fahren jetzt wieder, beide Mercedes fahren wieder. Ja, es war nicht so heftig. Aber ich wollte an dem vorbei und dann habe ich die Wand gesehen, dann bin ich ein bisschen nach links gefahren. Und naja, was soll ich sagen, ne? Konnte halt nicht mehr weg. Schau mal, ob da ein paar Teile liegen. Ich gebe Gas und auf geht's. Sorry Leute, ein bisschen assi wieder mal, aber muss man auch manchmal sein. Ich habe in diesem Rennen, glaube ich, kein einziges anderes Auto berührt. Dafür habe ich jetzt ganz viele Überrunde vor mir, na toll. Natürlich jetzt wieder gejinxt. Mal gucken, ob hier Teile liegen. Nö. Okay. Er ist voll gegen die Wand, aber da liegen keine Teile. Nice. Vettel hat ihn überholt. Oh, stimmt. Vielleicht hat er doch sehr so ein bisschen gut. Wenigstens so einen gelben-orangen. Gelben-orangen, ja. Kurzes Update gelben zum Front Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Okay, er sagt von den Reifen, von seiner Seite sieht alles astrein aus. Wow, ich habe 20 Sekunden zu Vettel. Oh, und der ist an. Die, beide Mercedes an der Box. Hä, warum gehen die jetzt? Die dumm sind. Die sind wahrscheinlich eine Runde mit dem schlechten Auto jetzt gefahren und beide gehen sie jetzt an die Box. Okay, da habe ich dann doch irgendwas geschafft mit meinem Ding. Wie gesagt, war jetzt nicht. Oh, Vettel hat Bottas überholt. Oh. Ups. Oh Mann. Also eine der Mercedes. Boah, echt warm, ja, mir auch. Eine der Mercedes wurde gerade von ungefähr der ganzen Mannschaft überholt. Ein Mercedes ist Vierter und der andere ist, glaube ich, jetzt 13., 14. oder so. Aber ich keine Ahnung, welcher ist. Oh krass. Da bist du ein bisschen schneller gefahren als meine. Schnellste Runde. Ich hatte, glaube ich, die schnellste, ne? Und auch voll lange schon. Die hat keiner mehr getoppt. Kann sein. Ich hab 1,206. Ja. Voll krass. Aber die fahre ich nie im Leben mehr. Bin richtig schlecht die ganze Zeit, gell. Mein Auto ist auch leicht, das ist eigentlich ganz gut. Meins jetzt auch. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Oh, Sirotkin, hi. Wie
wie ihr mich nicht vorbeilässt. Oh, wie ihr immer mehr über runterkommt, ey. Wollt ihr mich voll verarschen? Fahrer hinter mir. Das sollte alles laufen. Denk schon. Durch den Crash jetzt auf jeden Fall. Dann ist das dein nächster Sieg und unser nächster Doppelsieg. Da muss man sich die Punkte auch manchmal ercheaten. So krass, so eine starke Aufnahme hatten wir noch nie. Ja, ja, komm, hier passiert gleich noch was. Mal gucken. Es ist schon genug passiert. Der Österreich hier nämlich, so ein Scheiß, was da passiert ist. Oder Großbritannien, fünfmal gefahren und am Ende keine Punkte für mich. Das war das Beste der Lepper. Alter, Großbritannien war so geil, Alter. Oh mein Gott, was tun die? Oh, Hamilton ist auf Platz 12, ich überrunde gerade. Ja, ich habe ja gesagt, also, ein Mercedes ist ultra weit hinten. Einer ist auf Platz 4 und einer ist ultra weit. Oh, hä? Grosjean ist gerade auf Platz 3. Vettel ist auch weg. Bye, bye. Keine Ahnung, was mit dem. Stimmt, ein Ferrari gibt's nicht mehr. LOL, als ob der jetzt... LOL! Alter, das wäre so Premium. Also Leute, was ich auf jeden Fall versprechen kann, das muss ich am Anfang eines Videos mal sagen, weil jetzt wahrscheinlich schon ein paar abgeschaltet haben. Aber was ich auf jeden Fall versprechen kann, ich werde, sobald das Projekt F1 zu 18 beendet ist, ein Best-of zusammenschneiden. Weil es ist so viel Cooles einfach passiert. Also F1 zu 17 war ein Dreck dagegen. Und ich bin echt mega hyped auf dieses Best-of. Hamilton will mich einfach nicht vorbeilassen. Junge! Wo alle coolen nicht. Szenen da nochmal drin sind. Ja, Rami nochmal raus, der hat's verdient. Der ist so schlecht gefahren. Mit Hamilton lege ich mich nicht. juckt mich nicht auf Platz 6. Und mit Platz 12 kriegt er auch nichts für die Konstrukteursmeisterschaft, also. Ich komme halt immer zu den Überrundern, wenn ich in diesen Links-Rechts-Kurven hier bin. Und ich kann einfach nicht fahren. Mit diesem scheiß Frontflügel. Es ist unmöglich. La la la, ein bisschen links, rechts, linken. Links, rechts. Wo ist Raikön eigentlich? Wenn Vettel jetzt raus ist, der ja Dritter war, und jetzt plötzlich Grosjean nee, Dritter ist. Bin mir ja nicht sicher, ob... Oh nein, meine Kamera-Akku ist alle leiser. Weiße. Ja, sorry Leute. Passiert mir öfter mal. Bei Runden vor Schluss passte nichts. Das ist ja letztes bei, der Akku war bei Japan habe ich das noch gar nicht gerafft. Wo ich die Folge geschnitten habe, denke ich so, hä, was ist denn hier los, Alter? Eine halbe Stunde einfach keine Kamera an. Irgendwann habe ich so gecheckt, dass ich die mal neu starten muss. Ja, jetzt ohne Spaß. Ich dachte, auch wenn Vettel jetzt vom Platz 3 weg ist, egal ob er raus ist oder nicht, ich dachte, dann ist Raikön Vierter und dadurch dann Dritter. Aber der ist ja nicht Dritter, weil Grosjean ist Dritter. Aber wenn ich auf der Map, wenn ich auf die Map gucke... Ja, aber direkt ja, hinter dem genau, ist genau, wenn ich auf die Map gucke, direkt hinter Grosjean ist ja, ein roter Punkt. Also das wird dann Raikön sein oder Vettel. Und dahinter ist dann Bottas. Weil der ist ja auch noch da. Das ist aber ziemlich gut. Das ist echt. Ja, hätte auch sein können, dass Bottas halt 12. ist. Ja. Das wäre noch besser, aber. Oder 5. Aber auch so ist das schon ziemlich gut. Ja. Dafür haben wir noch nicht mal mehr was gemacht, dass. Nee, wir haben nichts gemacht. Nein, der Ferrari. Wir haben nichts gemacht. Ich bin unschuldig, Mama. Also ich ja, bin ja, eh du bist immer unschuldig. Jetzt überhole ich dich nicht, weil du Erster bist. Geh mal weg. Ja. Nein, ich gönn's dir. Ich gönn's dir.
Seht ihr, Leute, ich habe so ein gutes Qualifying gefahren. Ich habe den ja nicht weggerammt, damit ich Erster werde, sondern dass du Erster wirst. Ich habe es nur für dich getan. Wen hast du weggerammt? Ja, Bottas. Achso. Ist nur für dich getan. Damit ich insgesamt Erster, so wäre ich ja, also im Rennen Erster geworden wäre ich ja so oder so. Was soll das jetzt? Ja, hier. Ja. Ja, ich. War ja Erster. Junge, Bottas hätte ich einfach nochmal gedreht. Hätte ich den nicht weggerannt. Bottas kann nichts. Okay, ich hoffe, dass ich aus Minusbenzin rauskomme. Letzte Runde. Ja, eine Runde haben wir noch. Ich denke und hoffe, da geht nichts mehr schief. Und dann wäre das der nächste Doppelsieg. Ein bisschen gecheatet hier. Aber ja, man muss auch mal mit unfairen Mitteln. Ja, man muss auch mit unfairen Mitteln arbeiten, um zum Erfolg zu kommen. Die machen auch mit ihren Team-Orders und Ausbremsen. Nur, dass sie das Ausbremsen natürlich nicht so krass machen wie wir. Aber hey. Hey. Ja, man muss sagen, du hast Bottas ausgebremst mal. Da ist Vettel draufgefahren. Und dann bin ich auch draufgefahren. Und das war einfach Bottas Schuld. Und deswegen habe ich ihn einfach nochmal rausgerammt. Einfach als Rache. Genau. Rache. Weil dann klingt's wieder besser. Außerdem, die haben uns ja schon häufig genug einfach grundlos in die Bande geschoben. Ja, das war auch bei dir bei Rhein, Alter. Ja, bei dem Safety Car. Ja, Safety Car dachte ich, durch jemand anders gerammt, aber vor dem Safety Car haben dich doch beide Mercedes, haben dich da in die Wand, richtig, da hast du dich dreimal im Kreis gedreht. Alter, das war so funny. Jawoll! Meinen herzlichen Glückwunsch an dich und meinen herzlichen Glückwunsch an Aston Martin. Ich habe kein Benzin. Gezeigt, dass ich Shit. Bin. Ich habe kein Benzin, ich komme nicht mehr auf. Ich hatte ja echt keins mehr. So. Sehr gut. Zweiter, yes. Nächster Doppelsieg, vierter oder fünfter jetzt. So um den Dreh. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren, deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise. Ah, ein schöner Pokal. Pokal. Boah, wirklich. Ey, was das für ein Rennen wieder war. Ich habe das, also, wir waren überall, wirklich, also wir waren wirklich auf allen Plätzen wieder verteilt. Nach den ersten paar Runden und was wir daraus noch gemacht haben, ganz starke fahrerische Leistung. Sehr geil. So. Und das bedeutet jetzt in der Rangliste, also übrigens, ja, oh, Grosjean würde ich auf Platz 3 gekommen. Bottas hat 4, Vettel noch überholt. Vettel 5. Also Raikön hat es anscheinend rausgehauen. Ja. Hamilton nur 11. geworden, gar keine Punkte geholt. Also die Fahrerrangliste. Ich bin auf Platz 2, 13 Punkte hinter Bottas. Zwei Rennen kommen jetzt noch. Boah, das wird so spannend. Ich bin 22 Punkte hinter ihm. Puh. Wenn ich immer Erster werde und er immer Zweiter, dann schaffe ich es, glaube ich, mit einem Punkt. Weil man bekommt ja, glaube ich, 25 Punkte, bekommt der Erste, bekommt der Zweite, bekommt der 18, glaube ich, ne? Ja, 7, das bedeutet, 7, 14. Der 7, also 14, also habe ich es in eigener Hand. Ja, wir haben es alle eigentlich in eigener Hand. Nee, du hast es nicht. Weil du Ach so, ja, stimmt, Zeit, ich hab's nur in deiner Hand. Nicht mehr auf Platz 1. Ich muss Erster und du Zweiter und Bottas Dritter, dann haben wir es beide, glaube ich, vor Bottas geschafft. Konstrukteur, oh, wir sind auf Platz 1. Oh, yes. Ja, ein Ferrari keinen Punkt geholt, ein Mercedes keinen Punkt geholt und wir haben beide richtig gut Punkte geholt. 17 Punkte Abstand. Vielleicht schaffen wir wenigstens das, wenn wir die Fahrerrangliste nicht packen. Wobei das natürlich auch richtig gut ist. Hier Erster, Zweiter und Vierter sind wir jetzt. Also ich meine, du bist ja auch von Vettel nicht mehr weit weg.
Es geht, alles klar. Ob du Bottas noch überholst, ist halt noch die Frage. Ja, aber es ist auf jeden Fall alles mega spannend. Wie gesagt, ein mega krass Finish wird das. Unglaublich. Also das entscheidet sich alles im letzten Rennen. Also es ist halt wirklich so, wenn ich kann zwar auch Erster werden und dann vor Bottas, aber selbst wenn Bottas keine Punkte bekommt und ich Erster werde, im nächsten Rennen kann trotzdem Bottas noch im letzten Rennen Erster werden. Ja, aber heute haben wir auf jeden Fall einen guten Aufnahmetag gehabt. Zwei Rennen, zweimal Erster und Zweiter, so kann man es auf jeden Fall machen. Ich hoffe, das beim nächsten Mal auch so. Schaltet rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.